Der Graf kam in keine geringe Verlegenheit. Zumal Meister Friedeborn, der etwas Ähnliches bei seiner Tochter noch nie erlebt hatte, noch immer keine Anstalt machte, ihm zur Hilfe zu kommen. Man wird auch leicht begreifen, dass diese eigentümliche Situation auf einen heißblütigen jungen Mann, der auf den ersten Blick von des jungen Mädchens Schönheit ganz hingerissen worden war, einen erschütternden Eindruck machen und ihm das Blut stürmisch zum Herzen treiben musste. Es gehörte durchaus eine Selbstbeherrschung dazu, dass er nicht vergaß, in welchen Verhältnissen er dem reizenden Kinde gegenüberstehe und wo er sich befinde. Graf Friedrich war indessen durch eine ernste und gottesfürchtige häusliche Erziehung gegangen, wohl auch durch das Bewusstsein, dass er als der einzige Stammhalter einer der angesehensten Familien des Reiches und als unbeschränkter Herr über Land und Leute stets die äußere Würde zu wahren verpflichtet sei. War anders geworden als die meisten jungen Männer seines Standes, welche sich von ihren übersprudelnden Empfindungen in Lust und Schmerz schnell hinreißen ließen. Und mit der ihm eigenen Geistesstärke fasste er sogleich seine Lage richtig auf. Blieb es ihm auch ein Rätsel, was die Jungfrau, die man ja eigentlich noch ein Kind nennen sollte, ursprünglich so mächtig ergriffen und so gänzlich aus der Fassung gebracht hatte, dass sie beinahe die guten Sitten verletzt zu haben schien, so musste sich ihm doch die Überzeugung aufdrängen, dass seine eigene Persönlichkeit damit in allernächster Verbindung stehe. Und er glaubte es daher dem verwirrten Mädchen, dem ehrwürdigen Meister und sich selber schuldig zu sein, dass er mit der äußersten Ruhe und Überlegung verfahre. »Ihr seid krank, Käthchen«, sagte er in mitleidigem Tone, den Arm lose um die schlanke Hüfte der Knienden legend. »Ein plötzlicher Schwindel hat euch wohl befallen. Vielleicht, dass die Wärme in diesem Zimmer, als ihr aus der frischen Luft kamt, euch so schädlich berührt hat? Erhebt euch doch und lasst euch von eurem Vater in euer Kämmerchen führen. Wenn ihr eine Weile geruht habt, wird euch gewiss wieder ganz wohl sein.« Das junge Mädchen nickte, wie im Traume, und erhob sich langsam vom Boden. Obgleich aber Meister Friedeborn jetzt hinzutrat, seine Tochter in die Arme zu nehmen und sie in der zärtlichsten Weise befragte, was ihr denn eigentlich zugestoßen sei und wie sie sich jetzt befinde, gab sie ihm keine Antwort und behielt die Augen noch immer auf den Grafen gerichtet, der umsonst ihren Blick zu vermeiden und sich gleichgültig zu stellen suchte. »Verzeiht nur wenige Minuten, Herr Graf«, bat der Waffenschmied jetzt, während er Käthchen langsam der Tür zuführte. Man sah ihm an, dass er über ihr rätselhaftes Benehmen beinahe ganz den Kopf verloren. »Ich werde sogleich zu euch zurückkehren, sobald ich das arme Kind unserer alten Magd Gertrud übergeben habe.« »Oh, beeilt euch um meinetwegen nicht, Meister«, erwiderte der Graf gütig. »Es kommt nicht darauf an, ob ich eine halbe Stunde früher oder später aufbreche. Und ich wünschte wohl noch, die Beruhigung mit mir zu nehmen, dass euer Käthchen außer aller Gefahr ist.« Das junge Mädchen wandte, als es diese teilnahmvollen Worte hörte, den Kopf noch einmal nach ihm um und blickte ihn mit der dankbarsten Empfindung an. Und es lag so viel Rührendes in dem Ausdruck dieser mit Tränen gefüllten Augen und dabei eine so wehmütige Entsagung, dass Graf Friedrich sich nicht enthalten konnte, noch einmal an sie heranzutreten und ihr die Hand zum Abschiede zu reichen. Blitzschnell, bevor er es verhindern konnte,
beugte sie sich auf seine Hand nieder und presste einen heißen Kuss darauf, wobei sie kaum vernehmbar stammelte: Dank euch, gnädiger Herr. Gott segne und behüte dich, liebes Kind, sagte der junge Mann, von wunderbarer Rührung ergriffen, und legte seine Hand auf ihre Stirn. Wie die Sonne durch Regenwolken bricht, so zuckte ein leichtes Lächeln jetzt über ihr Antlitz. Wenn sie aber auch noch eine Antwort hätte geben wollen, so verhinderte dies Meister Friedeborn. Denn schon hatte er die Tür geöffnet und rief nach der Magd Gertrud, deren Stimme ihm auch sogleich antwortete. Es war wohl keineswegs eine Art Misstrauen gegen den jungen Grafen, sondern nur der Wunsch, seine Tochter bald gänzlich zu beruhigen, was den wackeren Meister so sehr jetzt eilen ließ. Als die Tür sich hinter ihm und Käthchen wieder geschlossen hatte, lauschte der Graf, dicht an derselben stehenbleibend, noch eine Weile mit großer Aufmerksamkeit. Aber er vernahm nichts mehr als ein paar klagende Ausrufe der alten Magd und die Stimme des Meisters, der ihr dieselben verwies. Und dann kehrte er langsam zu seinem Sessel zurück und ließ sich wieder darauf nieder und stützte nachdenklich das von dunklen Locken umwallte Haupt in die Hand. Worüber er, während alles um ihn her still blieb, bis auf das aus der Werkstatt herüberschallende Hämmern und Klappern, wohl so eifrig mit sich so tief faltender Stirn und einem so gezwungenen Zuge um den hübschen Mund nachdachte? Es sollte uns nicht wundern, wenn das liebliche Bild Käthchen Friedeborns ihm noch immer vorschwebte und er auf seiner Hand, die er ein paar Mal betrachtete, noch ihren Kuss und ihre Tränen brennen fühlte. Welche weitere Verbindung konnte aber vernünftigerweise zwischen dem Herrn und Grafen Wetter von Strahl und dem einfachen Bürgermädchen stattfinden, an die sich dann von der einen Seite nicht Reue und von der anderen nicht Schmach hätte knüpfen müssen? Das bedachte er auch wohl, denn unruhig strich er sich mit der Hand über die Stirn und zwang sich, die Waffenstücke ins Auge zu fassen, welche der Hausherr, wie schon gesagt, auch in diesem Gemache hier und da aufgehängt hatte. Wohl eine Viertelstunde verging, bis der Meister, immer noch blass und verstört, wiederkehrte, gefolgt von einem Knechte, der ein anderes serviertes Frühstück brachte und sich wieder entfernte, nachdem er die Trümmer des ersten sorgfältig vom Boden aufgelesen hatte. Nun, Meister, wie befindet sich eure Tochter? Fragte Graf Friedrich teilnehmend. Nur mechanisch der Einladung des gastfreien Wirtes sich zu bedienen, folgend. Die Gertrud hat sie zu Bette gebracht und sie liegt ruhig da wie ein träumendes Kind, erwiderte der Greis mit einem tiefen Seufzer und seine buschigen Brauen zogen sich eng zusammen, als er, wie zu sich selbst sprechend, während er wieder Pfriem und Draht in die Hand nahm, fortfuhr: Aber es ist nicht richtig mit der ganzen Sache. Habe ja auch noch nie etwas Ähnliches an dem Kinde erlebt. Die alte Gertrud weiß wohl mehr davon, als sie sagen will. Wird's indessen schon herausbekommen, was ihr in der letzten Silvesternacht zugestoßen ist. Bei diesen letzten Worten zuckte der Graf Friedrich heftig zusammen und fragte rasch, während sich seine roten Wangen ein wenig entfärbten: Was sprecht ihr da? Von der letzten Silvesternacht?
Meister Friedeborn, sollte auch euren Kätchen da etwas Besonderes passiert sein? Und der Alte schüttelte brummend den Kopf. Nicht, dass ich's wüsste. Wider meinen Willen und Wissen ist jedenfalls geschehen, wenn die alte Närrin damals unheiliges Gaukelwerk mit meinem unschuldigen Kinde getrieben haben sollte. Ich dachte mir nur so, weil sie vorher im ersten Schrecke ausrief, oh, das kommt von der Silvesternacht her. Und dabei ist mir eingefallen, dass die beiden mich an jenem Abende früher als sonst zu Bette zu bringen suchten und so mancherlei heimlich miteinander zu tüscheln hatten. Der junge Graf erwiderte hierauf kein Wort, aber er blickte so starr und ernst vor sich hin, dass man wohl auf die Vermutung kommen musste. Es gingen ihm ganz eigentümliche Gedanken im Kopfe herum. Mochte der Meister in seiner Aufregung dies nun aber wirklich nicht bemerken oder wagte er nicht, deshalb eine Frage zu stellen? Er setzte schweigend seine Arbeit fort, bis dieselbe beendet war. Und dann nahm er einen kleinen, runden Spiegel von poliertem Metalle, der mit einem Handgriffe versehen war, und hielt ihn mit einer Miene, die seine eigene Befriedigung ausdrückte, dem Ritter hin, damit derselbe darin die kunstvolle Wiederherstellung der zerbrochenen Spange betrachten könne. Der Graf hatte gewiss allen Grund, zufrieden zu sein, und nach seinem früheren leutseligen Wesen ließ sich jetzt annehmen, dass er dies auch dem alten Waffenschmiede aussprechen werde. Aber sonderbarerweise äußerte er kein lobendes Wort, sondern nickte nur stumm mit dem Kopf und zog ein mit Seide und Goldfäden gesticktes ledernes Beutelchen hervor, zählte daraus ein paar blitzende Goldstücke auf den Kaminsims und nahm dann Helm und Handschuh, um sich zum Aufbruche zu rüsten. Dieses Benehmen missfiel dem Meister. Seine gerunzelte Stirn legte sich in noch finstere Falten. Und ohne das Gold anzurühren, warf er sein Handwerkszeug etwas geräuschvoll beiseite, sodass jener auf ihn aufmerksam werden musste. Eine tiefe Röte flog über des Grafen Gesicht. Es war wohl die einer leichten Scham über seine Träumerei, die ihn die Wirklichkeit hatte vergessen lassen. Und dem Meister die Hand reichend suchte er nun, sein Versäumnis durch Worte gut zu machen, die ihm aber nicht so ganz aus dem Herzen kamen, denn er stockte zuweilen und blickte unwillkürlich immer wieder nach der Tür, durch welche Kätchen vorher das Zimmer verlassen hatte. Und wie um einer peinlichen Verlegenheit ein Ende zu machen, brach er dann kurz ab und verabschiedete sich mit den Worten: Möge Gott euer Haus, Meister Friedeborn, in seinen gnädigen Schutz nehmen und eurer Tochter bald die vollständige Gesundheit wiedergeben. Wenn ich von Stuttgart zurückkehre, was wohl in 8 oder 10 Tagen geschehen wird, dann will ich wieder einmal bei eurem Hause vorreiten und mich erkundigen, wie es dem Kinde geht. Indessen grüßt mir das Kätchen bestens. Der vollständig wieder versöhnte Meister erwiderte warm seinen Händedruck, wünschte ihm viel Glück zur Reise und begleitete ihn auf den Markt hinaus, wo Gottschalk, der inzwischen auch seinen Wein bekommen hatte, noch die Pferde hielt. Der alte Bursche hätte gewiss gern noch ein Weilchen mit dem Meister Friedeborn über vergangene Zeiten geplaudert. Das ernste Wesen der beiden Männer musste ihm aber sogleich in die Augen fallen.
und sein Herr zeigte so große Eile, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als dem Letzteren den Bügel zu halten und Ersterem freundschaftlich zuzunicken. Wie der Blitz war Graf Friedrich im Sattel. Einen flüchtigen Blick noch ließ er über die Fensterreihen des alten Hauses schweifen. Und dann nickte er dem alten Friedeborn noch einmal lebewohl mit der Hand zu und gab seinem Schimmel die Sporen. Und sich hoch aufbäumend machte das edle Tier einen langen Satz vorwärts und flog dann im langen Galopp über das Pflaster hin, das die Funken stoben. Die stolze Rittergestalt gewährte in diesem Augenblick einen so prächtigen Anblick, und die Leute, welche gerade geschäftig über den Marktplatz gingen, konnten sich nicht enthalten, stehen zu bleiben und ihr mit bewundernden Blicken nachzusehen. Und auch der Meister vergaß darüber seinen Kummer und lächelte freundlich. Es schwebten ihm vielleicht die Worte auf den Lippen, gerade so stolz und edel wie einst sein seliger Vater. Aber sie kamen nicht herüber, denn gerade in dem Moment, als der Graf, gefolgt von seinem Knappen, um die Ecke der Gasse bog, welche der Herberge zuführte, nach der er den Pagen mit den Pferden geschickt hatte, ertönte ganz in seiner Nähe ein heller Aufschrei von einer weiblichen Stimme und ein sonderbares Geräusch, als ob eine schwere Last auf das Pflaster niederstürze. Betroffen wandte sich Meister Friedeborn um, aber was er da sah, erstarrte ihm das Blut in den Adern und machte ihn für den ersten Augenblick gänzlich unfähig zu jeder Bewegung und zu jedem Worte. Man gestattet uns inzwischen zu Käthchen Friedeborn zurückzukehren, die ihr Vater, wie schon gesagt, mit Hilfe der alten Magd Gertrud zu Bette gebracht und als ein scheinbar ruhig Träumende verlassen hatte. Der zärtlich besorgte Vater wäre nicht so schnell von ihr gegangen, hätte seiner nicht ein so vornehmer und lieber Gast unten gewartet. Und er sein Kind übrigens in guten Händen gewusst, denn mochte auch ein augenblicklicher Argwohn gegen die alte Gertrud in ihm aufgestiegen sein, so war er doch von ihrer Treue und Hingebung für sein Haus, insbesondere aber für sein Käthchen, die sie eine zweite Mutter nennen durfte, überzeugt. Käthchens eigenes Zimmer lag im zweiten Stockwerke des Hauses. Gerade so, dass es die Ecke des Marktplatzes und der Straße, durch welche Graf Ritter hergeritten war, einnahm. Wenn der Meister es seinem einzigen Kinde, dem Abgotte seiner Seele, gewiss auch an nichts fehlen lassen wollte, was zur Bequemlichkeit oder zum Schmucke dienen konnte, so mochte der eigene Geschmack der Jungfrau doch für die Einrichtung ihres kleinen Heiligtums maßgebend gewesen sein. Und man fand in dem mäßig großen Raume mit hohem, luftigem Gewölbe und großen, hellen Fenstern die bescheidenste Einfachheit, die etwas ungemein Ansprechendes und beinahe Rührendes hatte. Unter den wenigen Möbeln von prunkloser, aber gediegener Arbeit bildete das große Himmelbett das Hauptstück und nahm wenigstens den vierten Teil des Zimmers ein. Diese kolossalen Dimensionen verloren sich indes in den leichten, luftigen Vorhängen von schneeweißem, reinen Linnen, welche den geheimnisvollen Raum von allen Seiten dicht mit ihrem künstlich geordneten Faltenwurfe umgaben. An der dem Bette gegenüberliegenden Wand hing ein großes Kruzifix von schwarzem Ebenholz.
mit einem schön gearbeiteten Bilde des Heilands in Elfenbein. Und die über den darunterstehenden Betschemel gelegte schwarze Samtdecke ließ deutlich erkennen, dass auf ihr oft eine fromme Beterin kniete. Der einzige Schmuck, den sich die Bewohnerin des Stübchens erlaubt hatte, waren die sorglich gepflegten, frisch blühenden und einen süßen Duft verbreitenden Blumen, welche die breiten Gesimse der Fenster, von denen eines die Aussicht auf den Markt, das andere auf die erwähnte Straße darbot, in weiß und grün gefärbten, tönernen Töpfen und kleinen Holzkübeln dicht besetzt hielten. Und der in der Ecke vorspringende Erker, der eigentlich noch ein kleines Kabinett für sich bildete, war durch dicht verschlungene Efeuranken in eine Laube verwandelt, die einen bequemen Sessel und ein Arbeitstischchen in sich schloss. Auf diesem traulichen Plätzchen pflegte sich Käthchen, wenn die wirtschaftlichen Pflichten, die sie mit der alten Gertrud teilte, sie nicht mehr in Anspruch nahmen, oder sie abends, wenn die Werkstätte geschlossen worden, nicht dem Vater im großen Wohngemache Gesellschaft leistete, mit Spitzenklöppeln, Nähen oder bei dem Spinnrate von sauberem weißen Holz die Zeit zu vertreiben. Und zu verdenken war es ihr dann wohl auch nicht, wenn sie zuweilen den Blick aufschlug und über den Markt oder die Straße hinauf, je nachdem sie das Köpfchen wandte, gleiten ließ, wo kleine, bedeutungslose Begebenheiten dann für einige Zeit Stoff zur Unterhaltung gab. Heute, nachdem Käthchen von dem noch unerklärten Zufalle in der Wohnstube betroffen worden war, bot nun aber dieses Gemach kein so friedliches und anmutiges Bild wie sonst dar, denn die Gertrud hatte in ihrer Herzensangst, als sie das widerstandslose junge Mädchen mit des Meisters Hilfe auf das Bett gelegt, und als dann der Letztere wieder gegangen war, alles, was ihr gerade zur Hand lag, über und untereinander geworfen und jammerte noch immer laut fort, wobei sie sich an 100 Hausmittel erinnerte, die bei ähnlichen Zufällen sehr heilsam sein sollten, in ihrer Aufregung aber nicht dazu gelangte, auch ein einziges zur Anwendung zu bringen. Sie war sogar noch nicht dazu gekommen, das arme Kind zu entkleiden oder wenigstens das enge Mieder zu lösen. Wenn man Käthchen so ruhig mit über der Brust gefalteten Händen daliegen sah, ohne das Vorgefallene zu kennen, so hätte man eigentlich nicht Grund zur Besorgnis finden können. Zwar waren ihre Wangen etwas bleicher als sonst und die Augenlider geschlossen, aber sie atmete leise und regelmäßig, und zuweilen schwebte ein zufriedenes Lächeln über ihr liebliches Gesicht hin. Und aus dem hastigen Benehmen der sonst so besonnenen Gertrud ließ sich daher wohl schließen, dass sie noch andere Befürchtungen hatte, als das körperliche Befinden ihres Lieblings augenblicklich erregen konnte. Sie befand sich noch in völliger Ratlosigkeit, als man von unten aus dem Hausflur die auf den Steinplatten weithin schallenden Tritte der geharnischten Füße Grafen Friedrichs, der sich hinausbegab, um wieder zu Rosse zu steigen, heraufschallen hörte. Gertrud achtete wohl nicht darauf, aber Käthchen öffnete plötzlich die Augen, richtete sich ein wenig auf, und als die Alte auf sie zustürzte und sie mit zärtlich besorgten Fragen in die Arme schließen wollte, da wehrte sie dies sanft ab und versicherte, dass sie sich ziemlich wohl befinde. Indessen äußerte sie das Verlangen nach einem stärkenden Balsam, auf den Gertrud große Stücke hielt und den sie stets in ihrer Hausapotheke vorrätig hatte.
Das war eine doppelte Freude für die treue Magd, dass sie nun auch wirksame Hilfe leisten könne. Und ohne Besinnen eilte sie aus dem Zimmer, gar nicht beachtend, dass sich in den Wünschen Käthchens eine auffällig unruhige Hast kundgegeben hatte. Kaum war sie fort, so flammten Käthchens Augen hell auf. Sie horchte noch einmal scharf und vernahm deutlich, wie der Gast und ihr Vater auf dem Marktplatz hinaustraten und wie das beim Anblick seines Herrn und Reiters ungeduldig werdende Streitross mit den Vorderhufen das Pflaster schlug. Mit einem Satze sprang sie von ihrem Lager auf und durchmaß fast im Fluge das Gemach, bis sie in dem Erker stand, dessen sonst so sorglich geschonte Efeuranken sie bei der hastigen Bewegung rücksichtslos abstreifte und zerriss. Da lehnte sie nun das wieder glühende Antlitz an die kleinen in Blei gefassten Scheiben und presste beide Hände auf die keuchende, hochwogende Brust und starrte mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke der tief erregtesten Empfindung auf das, was da draußen vor dem Hause vorging, hinab. Sie sah, wie sich Graf Friedrich in den Sattel schwang und den Blick noch einmal zu den Fenstern aufschlug. Aber sie bemerkte er wohl nicht. Und wie er dann davonsprengte, schön und stolz, wie ein Kriegsgott. Und plötzlich entrang sich ein lauter Schrei ihrer Brust. Und mit fliegenden Händen riss sie den Fensterflügel auf und schwang sich mit einer Kraft und Behendigkeit, die man von der zarten weiblichen Gestalt gar nicht vermutet hätte, auf die steinerne Brüstung und stürzte sich gleich einer Wahnsinnigen beide Arme nach der Richtung hin, in welcher der Ritter verschwunden war, ausbreitend hinab auf das wohl 10 bis 12 Ellen tiefer liegende Pflaster. So beschrieben diese überraschende und tief erschütternde Episode später die Leute, welche sich zufällig auf dem Marktplatz aufhaltend Zeuge geworden waren. Das Entsetzen hatte momentan ihre Zungen wie ihre übrigen Glieder gelähmt und alles ging auch so schnell vor sich, dass sie nicht daran denken konnten, es zu verhindern oder zeitig genug Hilfe zu bringen. Der Angstschrei, den Meister Friedeborn vernahm, rührte aber von der alten Gertrud her, die gerade in das Zimmer zurückkehrte, als Käthchen schon auf dem Fenstersimse stand, zu spät, um sie noch beim Kleide erfassen und zurückholen zu können, und die sich oben nun wie eine Wahnsinnige gebärdete, indem sie die Hände rang und dann wieder ihr graues Haar zerzauste. Und als der arme Vater wieder so weit zu sich gekommen war, dass er zu seiner Tochter hineilen konnte, um sich von den schrecklichen Folgen zu überzeugen, hatte sich bereits ein Kreis von Menschen, die laut wehklagte, um die Unglücksstätte gebildet. Denn das schöne und sanfte Käthchen Friedeborn war in Heilbronn allgemein gekannt und beliebt. Unbeweglich wie eine Leiche lag die herrliche Mädchengestalt, die noch vor kurzem jedes Auge entzückt hätte, zusammengebrochen auf dem Steinpflaster, das sich um sie her mit ihrem strömenden Blut zu färben begann. Und als der greise Meister verzweifelt aufschrie, tot, tot, mein armes, mein einziges Kind, wobei er selbst halb bewusstlos in die schlotternden Knie sank, wiederholten leise und traurig mehrere Stimmen. Wehe, oh wehe, die schönste Blume Heilbronns ist geknickt und dahin. Graf Friedrich sollte an demselben Tag nicht mehr erfahren,
was sich unmittelbar nach seiner Entfernung vor dem Hause des Waffenschmiedes zugetragen hatte und bald darauf die ganze Stadt Heilbronn erfüllte. Denn vor der Herberge traf er schon den Pagen und die Diener seiner wartend, und nachdem er ihnen nur kurz zugewinkt hatte, ihm zu folgen, ritt er so eilig aus der Stadt hinaus, als ob deren enge Gassen und hohe Häuser ihn zu erdrücken drohten. Mit der guten Laune, die er bis dahin auf der Reise gezeigt hatte, schien es vorbei zu sein. Keiner von seinen Begleitern bekam mehr ein freundliches Wort von ihm zu hören, und finster blickte er auf den Sattelknopf nieder, während er sein Pferd rastlos vorwärts trieb. Damit ende ich heute, und es endet das erste Kapitel. Morgen werden wir die Begegnung des Ritter von Strahl auf dem Feste des Herzog Ulrich in Stuttgart kennenlernen.